Schwimmer, die in der Nacht zum 28. September die Nachschubbrücke über den Waal bei Nimwegen sprengten, machen sich fertig zum Start. Über die wollene Kombination wird der Gummianzug gezogen. Darüber die graue Schutzkombination. Dieser neue deutsche Soldatentyp setzt sich aus jungen Freiwilligen zusammen, die in sich die Härte, den Mut und das Draufgängertum der Soldaten und die Gewandtheit, Ausdauer und Fähigkeit des Korpsmanns vereinen. Viele von ihnen errangen auf sportlichen Gebieten Meisterehren. Die Gruppe des Funkmarken Brettschneider geht zum Einsatz in ihr Element. In der mondhellen Nacht erreichen sie ihr Ziel, die Wahlbrücke bei Nimwegen, und legen nach einem schweren Kampf mit dem Strom die Sprengladung an. Zur festgesetzten Minute fliegt die Brücke in die Luft. Na, Heinz? Na? Heinz, kommst du? Also eines sage ich dir im Guten. Wenn du mitten in der Arbeitszeit einfach abhaust, fliegst du raus. Erkennen wir nichts? Erkennen wir nichts?
Hast du dir die Füße abgetrocknet? Er versetzt mich von Woche zu Woche. Er sagt, das lässt sich reparieren, ohne größeren Schaden am Haus anzurichten. Aber er kommt nicht. Und jetzt verrottet es. Es sickert ins Grundwasser, oder das Grundwasser steigt, wer weiß. Mit Auffischen kriege ich es nicht weg. Früher war das eine Kneipe. Früher wurde getrunken. Jetzt ist hier das Trockenzeug. Aber da drinnen, da steigt es und plätschert. 5 Mark für dich, 4 Mark für dich. Warte mal. Wollt ihr mich? Halt mir mal die Tür auf. Hey. Woher hast du das? Aus dem Schwimmbad? Spinnst du? Hier, hat dein Freund vergessen? Wer, der Krüppel? Kenne ich nicht. Alter, bist du nicht ganz dicht? Das Ding gehört mir. Ich habe es. Mein Vater hat es gekriegt. In Afrika. Ich trage es immer bei mir. Auch im Schwimmbad. Ich trainiere da. Nachts. Da habe ich es wohl verloren. Und wofür trainierst du? Sportabzeichen? Weißt du, was Kampfschwimmer sind? Das mit dem Haft, machst du das alleine? Kampfschwimmer arbeiten immer allein. Die machen die Drecksarbeit. Dynamit in den Gürtel und dann los. Aber so ist das doch Quatsch. Natürlich stehe ich nicht allein. Aber ich arbeite allein. Eben, das meine ich. Da gibt es doch eine Organisation. Ja, sicher. Und wie heißt die? Wie die heißt? Sie muss doch einen Namen haben. Hat sie auch. Und? Wir sind dafür, dass alles gerechter wird. Also irgendwie, dass alles gerechter wird. Und ehrlicher. Eben. Wenn so eine Bombe hochgeht, das ist dann wie ein Zeichen. Ein Fanal. Und dass mehr Freundschaft da ist. Und nicht jeder, wenn einer arbeitet, dass sie den nicht einfach, wenn er mal gefehlt hat, wegen nichts rausschmeißen können. Dass sie mehr zusammenhalten. Und wenn sie nicht zusammenhalten, dass dann einer dazwischen haut. Aber ich kann dir das nicht so erklären. Ich mach das ja auch allein. Für mich. Sie warten ja nur darauf, dass ich das mache. Und dann jubeln sie und sind begeistert. Dann wird das eine ganz große Sache.
das kommt, dann kommst du im Fernsehen. Bremerhaven, die kenne ich. Die sind alle bescheuert. Ich war überall. In Jamaika fällt der Regen von unten nach oben. Die Sonne geht im Westen auf. Ein halbes Jahr regnet es und das andere halbe Jahr scheint die Sonne. Das ist auf den Tag geschieden. Ich muss hier rein. Wenn du das Ding haben willst. Mein Vater hat das nur so gesammelt. Hätte ich fast vergessen. Ich bin Silvia. Ich habe für alle im Haus gekocht, weil ich neu eingezogen bin. Das ist Katrin, meine Tochter. Tschüss. Schwere Verwundung, wie? Was machst du heute Nachmittag? Das hier ist sozusagen meine Gefechtsstation. Gefechtsstation? Mein Beobachtungsposten. Von hier aus habe ich alles unter Kontrolle. Kontrolle?
Na, was da passiert? Im Hafen da drüben. Da drüben hast du gearbeitet? Und vorher auf dem Schiff. Warst du in vielen Häfen? Sicher. Und warst du auch im Bordell? Im Tanga. Und wie ist es? Naja. Siehst du das da drüben? Die Tanks. Wenn man da mit einer Haftladung dran kommen würde, das gäbe ein Feuerzauber. Wie willst du da denn drankommen? Wenn das so gefährlich ist, was da drin ist, dann ist das doch bestimmt geschützt. Da gibt's doch sicher einen Zaun, der bewacht wird. Das lass mal meine Sorge sein. Das schaffst du nie. Wetten? Wie denn? Schwimmen. Durch die Jauche? Du frisst dir das Fleisch von den Knochen, wenn du reinsteigst. Wie die Piranhas. Was ist das hier? Das haben sie im Kattegat getragen, als sie die Queen Mary versenkt haben. Aber warum? Na, lass mal. Ist wohl nichts für dich. Aber dafür brauchst du Sprengstoff. Hab ich. Wo willst du den denn haben? Ganzes Waffenlager hab ich. Wofür? Wofür? Will ich sehen. Das ist aber nicht hier. Aha. Was heißt denn hier aha? Ich lass mich nicht unterkriegen. Die haben sich verschworen, mich unterzukriegen. Aber haben die bloß Schiss. Wer? Wer? Dein Vater will mit dir reden. Hast du gehört? Ist Heinz gekommen? Ja. Wo ist er? Ich glaube, in seinem Zimmer. Woher kommst du jetzt so spät? Weißt du nicht, dass deine Mutter sich Sorgen macht? Sag nicht, du kommst vom Schwimmen. Es ist seit 3 Stunden aus. Gertrud hat mit dem Lehrer gesprochen. Dann hätte sie besser mit dem Schwimmmeister gesprochen. Wieso? Von dem kann ich viel lernen. Atemtechnik und so. Er hat mich auch nach Haus gebracht. Verstehst du das, was du da liest? Sicher. Wer bei der Seefahrt geblieben ist, aber nicht mehr. Ich hab's gar nicht mehr vom Schiff, seit sie die Container haben. Die Schiffe sind heute wie Werkzahlen. Und nie Weiber. Weiber? Im Hafen, weil du nicht mehr vom Schiff kommst. Eben. Du fährst praktisch rein in den Hafen
Und am nächsten Tag bist du schon wieder draußen. Da habe ich gedacht, arbeite ich lieber im Hafen. Was man so Hafen nennt. Aber das kann ich nicht. Jeder Dreckskerl meint, er könnte ja blöd sein. Im Schwimmbad, als Rettungsschwimmer, bin ich wenigstens mein eigener Herr. Na? Hat die Suppe geschmeckt? Ja. Die kocht für dich? Naja. Stark. Er bringt mich hin. Ja. Ja. Natürlich. Da braucht ihr überhaupt keine Sorgen zu haben. Tschüss. Herrje. Soll ich da wirklich mit hinkommen? Du musst. Gibt's denn da zu glotzen? Was für Striptease? Quatsch. Hey, zeig mal. Was? Was du da auf dem Arm hast. Wow. Hat das wehgetan? Stark. Hast du noch mehr? Mehr? Am Bauch oder so? Nee. Hab mal gehört von einem, der hat sich nur Rose unter die Vorhaut tätowieren lassen. Ob's das geht? Hm. Das hat viel wehtun. Mitten auf die Nille. Meinst nicht auch? Boah, mitten auf die Nille. Sag mal, wie heißt denn die? Die? Silvia. Und mit der hast du was? Nicht so laut, Mensch. Müssen doch nicht alle gleich wissen. Nein, nicht. Entschuldigung. Ach, mach doch nichts. Geht doch wieder raus. Oder trinken Sie lieber Bier.
Nichts. Wasser. Ein Abstinenzler. Nimm dir ein Beispiel dran, Heinz. Sicher eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die Sie da haben. Hm. Der ganze Wald voller Hallimaschen. Ob Sie es nun glauben oder nicht. Woanders heißt er auch Michaelisschwamm. Oder Hohlmütze. Hallambarsch, habe ich auch schon gehört. Hinterm Haus hatten wir auch schon den kahlen Krempling. Finger weg, sag ich nur. Finger weg. Der violette Ritterling. Sieht nach nichts aus. Aber das ist ein Pilz. Wenn man den richtig macht, schmeckt er wie Rotkohl, der Ritterling. Mein Vater war Boxer. Es war ein feuchter Herbst. Dann Uhrmacher. Und ganz früher bei der Marine. Und Sie? Wohin gehen Sie? Zeigst du mir das Waffenlager? Was? Der hört uns nicht. Das ist nicht so einfach. Das ist auf dem Land, wo meine Eltern wohnen. Im Wald. Kommt man nur hin, wenn man ein Auto hat. Oder gut zu Fuß ist. Na und? Ich hab kein Auto. Mir will sich tätowieren lassen. Wo lässt man das denn machen? Dein Vater ruft. Könnt ihr das nicht rauskriegen? Och bitte. Ihr wisst doch, wie man sowas rauskriegt. Toll. Du bist einfach toll. Ich glotze immer auf die Karte. Ich kenne mich hier aus wie in meiner Westentasche. Nur zur Sicherheit. Ich bin immer ganz nervös, wenn er auf die Karte glotzt. Ist das denn erlaubt? Was? Na, nachts im Schwimmbad, dass du da trainierst. Wer soll mir das denn verbieten?
Ich hab doch einen Schlüssel. Du machst das da so richtig mit Pressluftflaschen? Mit Pressluft? Muss ich ja. Kann ja nicht einfach, wenn es soweit ist, die Luft anhalten, ne? Wann ist es soweit? Das geht schneller, als du denkst. Dein Vater war Boxer? Mittelgewichtler. Komm, lass uns weiter. Warte mal. Lass mich auch mal. Nee, zusammen. Das heißen. Siehst du doch. Ich muss, seit ich das letzte Mal hier bei dir Sintflut gekommen bin. Soll ich machen ohne Dynamit? Du musst eben neun besorgen. Ich denke, du stehst nicht allein. Du kennst ja doch Leute. Komm mal her. So eine Gemeinheit. So eine verdammte, widerliche Gemeinheit. Wer macht denn sowas? Kannst du ihn nicht begraben? Begraben? Damit der ihn nicht findet, der das gemacht hat. Nicht anfassen. Thank you.
Helm ab zum Gebet. Gegen alle Tierquäler und Menschenfeinde. Für mehr Gerechtigkeit und Freundschaft. Und dass keiner mehr, wenn er im Hafen arbeitet, rausgeschmissen wird. Und dem Lehrerpack die Pest an den Hals. Über den Gräbern vorwärts. Und sauer, wenn er hört, dass ich da war, ohne dass ich vorbeigekommen bin. Ich bin gleich zurück. Muss er das immer machen? Was denn? Das Herumlegen. Hier. Kann er nicht einmal die Uhren richtig stellen? Bloß die Uhren. Ja.
Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Hier. Hörst du das? Das gibt's doch gar nicht. Ist das denn möglich? Weil ich so will. Wir wollen uns immer die Wahrheit sagen, ja? Sicher. Schwörst du? Und Treue. Bis in den Tod. Weil du nicht da warst, habe ich gedacht, klingel ich bei ihr. Tschüss. Die ist schon in Ordnung. Bin gerade zur Tür rein. Deinen Leuten geredet? Was? Besorgen sie dir das Zeug, den Sprengstoff. Oder gibst du auf? Ja, was ist denn? Warst du lange da unten? Nö, nicht lange. Ich hätte ja ein Kind. Und worüber habt ihr geredet? Bla bla. Du bist ja gleich gekommen. Hab dich vom Fenster aus gesehen. Sag mal, du wirst doch nicht aufgeben. Unsinn. Ich werde doch nicht aufgeben. Prima. Jetzt geht's zuerst richtig los. Wann trainierst du wieder? Im Schwimmbad?
Morgen. Morgen Nacht. In voller Montur? Mit Pressluft und allem? Klar. Toll. Ich komme mit. Was? Wieso? Na, ist doch besser, wenn einer dabei ist. Nee, das geht nicht. Völlig unmöglich. Ist auch viel zu gefährlich, finde ich. Was willst du damit sagen? Außerdem nachts. Da liegst du noch im Bett. Willst du denn überhaupt wegkommen von zu Hause? Das mache ich schon. Nee, geht nicht. Unmöglich. Weißt du, was ich langsam glaube? Ich glaube, das ist alles bloß Gerede von dir. Was? Alles. Was du schon alles gemacht hast und was du vorhast und alles. So. Und dass ich das schon organisiert habe mit dem Sprengstoff. Dass das so gut wie sicher ist. Wirklich? Ist bloß eine Frage von Tagen, dann rollt er an. Weißt du, ich sitze sonst bloß immer rum. Und alle quasseln mich voll. Was sie machen werden. Meistens stimmt das sowieso nicht. Aber trotzdem. Und wann geht's los morgen Nacht? Schlag 12. Nehme das. Hab schon gedacht, du kommst nicht. Mann, hast du mich erschreckt? Was stehst du hier so blöd rum, ey? Hier, nimm mal.
Schwer, die Scheißdinger. Wie war? Schlechte Zeit. Noch mal. Was ist los? Mann. Krampf, bloß ein Krampf. Bin einfach nicht mehr hochgekommen. Hey, du, komm mal her. Holen wir das mal darauf. Also, meine Herrschaften, etwas mehr Aufmerksamkeit, wenn ich bitten darf, ja? Das ist doch lächerlich. Da schmeißt einer Ziegelsteine ins Wasser und sie kriegen es nicht mit. So, das war's, was ich noch sagen wollte. Dann wünsche ich noch einen schönen Feierabend.
sind doch alle weg. Na und? Was na und? Na und heißt na und. Ich dachte, dass du mich dann vielleicht, dass du mich dann nicht verpfeifen würdest. Nun? Was hast du dazu zu sagen? Wir wundern uns, dass wir keine Antwort von den Internaten bekommen. Denken schon, dass irgendwelche Gründe... Und in Wirklichkeit... In Wirklichkeit hast du diese Briefe abgefangen. Das begreife ich nicht. Das ist mir zu hoch. Du bist doch derjenige, der unbedingt in ein Internat wollte. Unter Gleichaltrige. Früher. Früher. Früher hast du kein Internat gebraucht. Jetzt brauchst du eins. Habt ihr hier alles durchwühlt, ja? So ist das. Unsinn! Deine Mutter hat aufgeräumt. Wie bist du eigentlich daran gekommen? Du bist doch gar nicht hier, wenn die Post kommt. Hat Gertrud diese Briefe aus der Post genommen? Gut, dann muss sie gehen. Das ist Unterschlagung. Auch wenn du sie dazu angestiftet hast. Sie war es nicht. Wer dann? Deine Mutter? Jetzt weiß ich nichts mehr. Sie hat doch die Briefe gefunden und mir gegeben. Wir haben es doch alle drei gewollt. Du zuerst. Wenn sie es nicht gewollt hätte, hätte sie doch bloß ein Wort zu sagen brauchen.